Ich habe da einen Spruch zugebracht: Wenn du jemanden behandelst wie einen Esel, dann wird er zu einem Esel. Ja? Was ist ein, wie handelt ein Esel? Ein Esel handelt so: Du schlägst ihn auf die eine Seite, dann geht er in die Richtung, wo der Schmerz nicht ist. Ja? So. Wenn du ein Kind anfängst von Kindheit an, anstatt argumentativ zu überzeugen, immer nur mit Schmerzen direkt eine zu klatschen, später ist er nicht mehr offen für logische Argumente. Die deutsche Erziehung ist eigentlich die islamische Erziehung in vielen Hinsichten, nicht in allen natürlich, ja, dass man immer versucht, mit Kindern zu reden, denen was beizubringen, die logisch zu überzeugen, ja, das ist etwas, was eigentlich islamisch ist. Der Prophet a.s. hat das uns eigentlich beigebracht. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei der Schlacht von Badr, einer der größten Schlachten, hat der Prophet die Leute eine Reihe gestellt. Okay? Und dann hat er mit einem Pfeil die Reihe gerade gemacht, dann hat er einem wehgetan an dem Bauch. Und dann hat er gesagt, aua, so nach dem Motto. Und dann meinte er, der Prophet, hat er seinen Bauch freigemacht, hat gesagt, revanchiere dich bei mir. Dann sagte dieser Gefährte, ich soll mich bei dir revanchieren, der Prophet. Der ist für sie nicht nur der König, der ist mehr als das. Revanchiere dich bei mir. Ich habe dir wehgetan, ist meine Schuld. Gib's mir zurück. Und dann hat dieser Sahabi den Propheten an den Bauch geküsst und hat gesagt, ich möchte, dass das Letzte, was ich berühre, ist deine Haut ist und sozusagen. Aber was hat der Prophet hiermit signalisiert? Er hat damit signalisiert, es geht nicht um Hierarchie, sondern um Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit von Allah hat die höchste Hierarchie. Nicht, weil ich die Position habe. Hätte auch sagen können, jetzt rein theoretisch, ja, du Idiot, stell dich in die Reihe. Dann tue ich dir auch nicht weh. Nein. Und das ist etwas, wo man Menschen mit erzieht. Ich habe zum Beispiel öfter, saß ich mit Geschwistern, habe ich gesagt, hat dein Vater schon mal einmal zu dir gesagt, Entschuldigung? Da sagen sie, boah, nee, hat er noch nie gesagt. Sag ich, siehst du? Sag ich, du hast, der hat bestimmt mal irgendwas falsch gemacht. 100% geht gar nicht anders in den Jahren. So. Aber das ist etwas, womit man Leute erzieht, und du siehst einfach zu viel Gewalt. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel hier. Da war ich in Mekka gewesen. Und da ist ein Ägypter mit seinem Sohn, der ist vielleicht 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Und der schiebt eine alte Frau einen Berg hoch. Und der Junge ist am Schreien, am Weinen. Er hat nicht gelernt zu kommunizieren. Verstehst du? Er hat nicht gelernt zu sagen, Papa, ist zu schwer für mich, ich kann das nicht. Seine Kommunikation ist einfach nur heulen. Und was macht der Vater? Der schlägt ihn. Wie ein Esel, schiebt das Ding hoch. Verstehst du, was ich meine? Das ist so. Du wirst zu einem Esel erzogen. Diese Kommunikation, die kommunikative Art, die wir haben im Islam, die uns der Islam lehrt, das haben eigentlich die Deutschen übernommen. Ich gebe ein anderes Beispiel aus dem Koran. Guck mal. Im Koran wird die Geschichte erzählt von Ibrahim und Ismail. Wo Ibrahim den Befehl bekommt, seinen Sohn für Allah zu opfern, zu schlachten. Okay. Ist in der Bibel auch, aber mit Isaak wird dort gesagt. Okay, nur für die Christen, die hier im Livestream sind. Was sagt aber der Koran erklärt die Konversation zwischen Ibrahim oder Abraham, wie die Christen sagen, und seinem Sohn Ismail. Und er sagt, Ya Bunayya, oh mein Sohn, inni ara fil manami anni athbahuka, fanzur madha tara. Oh mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich opfern soll. Was ist deine Meinung dazu? In so einer Sache, die ein Befehl von Gott ist, redet er mit seinem Sohn nochmal auf diese kommunikative Art. Was sagt der Sohn? Der ist ein kleiner Junge. Der sagt, ja, Abati, oh mein Vater, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min sabri, mach, was dir befohlen wurde, du wirst mich insha'Allah mit den Standhaften sehen. Was zeigt das aber?
dass mit Ibrahim, mit dem Ismail vorher schon geredet wurde, dass ihm logisch Sachen auf vernünftige Art und Weise erklärt wurden. Bei uns ist es leider häufig, oder was heißt bei uns, es ist leider häufig so, dass viel geschlagen wird, was eigentlich unislamisch ist. In Koranschulen wird geschlagen, leider. Das ist schlecht. Aber von was kommt das denn? Was? Bruder, für mich ist das etwas, was der Satan tatsächlich geschafft hat, unter uns zu verbreiten, in der Gesellschaft. Ja, dass man einfach, weil guck mal, die Botschaft habe ich gerade gebracht, als Beispiel gebracht, wie der Prophet immer mit den Leuten gesprochen hat. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Jemand kommt zur Zeit des Propheten in die Moschee rein, Masjid al-Nabawi, und pinkelt in die Moschee rein. Der sitzt dahin, pinkelt in die Moschee. Was passiert? Die Sahaba um den Propheten herum, die springen auf und wollen auf den losgehen. Und sagt der Prophet, Moment, warte. Der lässt ihn erstmal fertig pinkeln. Dann ruft er den her. So, sagt er, da sagt er zu ihm mit aller Ruhe, guck mal, das ist eine Moschee, die ist nicht gedacht dafür, dass man die als Toilette benutzt. Sinngemäße Übersetzung, hat er dem erklärt. Und dann hat er Wasser holen lassen und das Wasser darüber bringen lassen und sauber machen lassen, die Stelle. Hätten die den angefasst während dem Urinieren, hätte er noch viel mehr dreckig gemacht, als er sowieso dreckig gemacht hat. Aber das ist wieder so ein Zeichen. Er nimmt sich den, er weiß, der ist unwissend und erklärt ihm einfach, wie er das zu tun hat. Ja. Und das sind so Sachen, die wir wie einen roten Faden sehen im Leben des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Dass man mit Leuten reden muss, argumentieren muss, denen vernünftig etwas beibringen muss. Und das ist leider etwas, was bei uns, bei vielen in der Kultur abhanden gekommen ist. Ja, dass viel zu viel Gewalt angewendet wird. Ja, bei der Erziehung von Kindern zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas, wie ich schon gesagt habe, wenn du jemanden zu einem Esel erziehen willst, musst du ihn behandeln wie ein Esel, dass das halt viel dazu beigetragen hat. Ja, dann glaube ich auch, dass es tatsächlich bei einigen vielleicht so ist, dass, das heißt, es wird von vornherein nicht dieses, was man in Deutschland beigebracht bekommt, dieses Krisenmanagement wird nicht beigebracht, dieses, wir diskutieren über bestimmte Sachen, diskutieren wir. Ja, wir reden auch. Das ist etwas sehr Gutes in Deutschland, in der deutschen Erziehung eigentlich, dass man vernünftig, logisch über Sachen Kompromisse finden kann. Guck mal, der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, anderes Beispiel. War immer jemand, der Kompromisse gefunden hat. Wenn er eine Botschaft bekommen hat von Gott, war das eine Entscheidung und das war so. Ich gebe ein anderes Beispiel. Bei einer Reise, wo die einen Angriff, Angst hatten von einem Angriff der Götzendiener und der Prophet sich auf eine bestimmte Stelle gestellt hat mit seinen Leuten, kam einer aus Medina zum Propheten und sagte zu ihm, der heißt Al-Hubab ibn al-Mundhir. Er sagt zum Propheten, O Gesandter Allahs, hier wo du stehst, ist das Offenbarung von Allah? Oder ist das einfach nur deine persönliche Meinung und dein Plan? Da sagte der Prophet, das ist nur meine persönliche Meinung und mein Plan, es ist keine Offenbarung von Allah zu stehen. Da meinte er, guck mal, und er hatte diesen Benehmen mit dem Propheten. Er wollte erstmal fragen, ist das so oder so, weil wenn der Allah das so bestimmt hat, dann ist das richtig und ich liege falsch. Aber dann sagte er, dann ist dieser Ort nicht richtig, wir würden lieber da hinten stehen, weil wir haben dann in unserem Rücken diese Quellen, von denen wir trinken können. Es ist besser, wir stehen dahin. Also es ist weniger gefährlich und besser, da hinten zu stehen. Hat der Prophet a.s. dazu? Okay, gehen wir darüber. Das heißt, er hat diese Ratschläge angenommen. Bei uns ist es so häufig, oh, der Vater, selbst wenn er im Unrecht ist, 100 Mal, nein, der darf auf gar keinen Fall seine Autorität verlieren, auf gar keinen Fall. Der darf auf gar keinen Fall dem Jungen Recht geben, weil er hat Angst, sonst seine Autorität zu verlieren. Warum? Weil Autorität zu verlieren bedeutet, Schmerzen zu erleiden.
Man möchte Schmerzen, weil man immer wieder Schmerzen erleidet hat. Ja? Wenn ich Autorität habe, erleide ich keine Schmerzen. Deswegen möchte ich anderen nicht recht geben, wenn sie trotzdem recht haben. Das ist falscher Stolz, genau.